Meine Damen, meine Herren, es läuft auch wieder besser. Wir haben in den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Auswärts warten wir noch auf den ersten Sieg in der Bundesliga. Spielen jetzt gegen Bayer Leverkusen, die stehen auf dem Abstiegsplatz. Da ist doch sicher was zu holen. Und danach zweite Runde DFB-Pokal. Wir wollen mal wieder weit kommen im Pokal. Gab es schon lange nicht mehr. Aber gab es schon jemals? Fragt man sich mittlerweile. Nach über 500 Folgen hier. Wir trainieren mal die Kondition, denn es stehen harte Wochen an. Die Familie ihres Spielers Luan Peñazauna kommt endlich nach. Er ist sehr glücklich darüber. Das ist schön für ihn. Und wir spielen mal gegen Meuselwitz. Da kommen jetzt in erster Linie Spieler aus der dritten Reihe zum Einsatz. Das sind dann aber auch doch nicht mehr genug, um eine komplette Elf hier zu bilden. So, Jocic spielt dann aber mal Innenverteidiger. Und Jensen im Tor sollen. Jensen, Velinov, Cilim, Jocic, Rodriguez, Pires, Empen, Fortes kommt dann mal zum Einsatz. Kusk im Mittelfeld. Costa auf der Rechtsverteidigerposition. Und Rötlund. Ich werde möglichst die 90 Minuten... Ah, Fiedler. Fiedler spielt noch. Ja, muss jetzt noch leider irgendwer länger einer spielen, der eigentlich auch am Wochenende spielen soll. Ja, machen wir so. Fiedler. Vacaso spielt dann mal da. So, die spielen möglichst alle durch. Gegen Meuselwitz, 2000 Zuschauer, Vacaso trifft auch direkt. Gelb-Rot für Davy Johnson. ...1-0 zur Pause, ganz okayes Spiel, ganz gutes Spiel. Spielt Meuselwitz ein Fortes nach Vorlage Rodriguez Pires mit dem 2-0. Wir werden diese Testspiele jetzt nicht jede Woche machen, aber ich versuche mal öfters dran zu denken. Empen trifft nach Vorlage Vacaso. Der Empen hat weiter einen guten Lauf in den Testspielen. Champions League, 5. Spieltag. Es könnte Entscheidungen geben. Union, ja, wir sind doch hier die Champions League-Teilnehmer, Besieger. Union gewinnt 2-0 gegen Zwolle, ist damit noch nicht sicher weiter. Doch zumindest sicher weiter im internationalen Geschäft. Aber Platz 3 ist noch nicht völlig auszuschließen. Borussia Mönchengladbach gewinnt 1-0 gegen Lazio Rom. Ist damit sicher weiter in der Champions League. Und Wolfsburg und Augsburg. Wolfsburg spielt 0-0 gegen Galatasaray. Augsburg gewinnt 1-0 gegen Sporting Braga. Damit sind beide sicher weiter. Sehr schön. Europa League. Dortmund verliert 1-0 in Gdansk. Bielefeld gewinnt 5-1 in Belgrad. Die können, glaube ich, schon mal das Ticket lösen. Für die nächste Runde. Kaiserslautern gewinnt 4-0 gegen Lyon. Da sieht es ähnlich aus. Ja, Bielefeld, wir spielen nächste Woche gegen sie. Jocic hat sich eine Grippe zugezogen, fällt die nächsten 3 Tage aus. Ist mal in Quarantäne hier. So. Wir spielen. Ne, Peñazauna bleibt im Sturm, nicht Fiedler. Ich habe den Lüschen immer wieder ein bisschen basteln lassen hier. Zuber und Hämlein spielen. Warum nimmt er den Hämlein denn immer raus? Verstehe ich gar nicht. Hat er was gegen ihn? ja, so machen wir das. Einige, die unter der Woche gespielt haben. Auswärts, wir bleiben erstmal auswärts bei der Kontertaktik. Die hat uns ja zumindest in Düsseldorf einen Punkt gebracht. Wir bleiben im Rheinland. Kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach! Ansprache hat die Wirkung nicht verfehlt. Leverkusen kein einziger Sieg in den letzten 6 Spielen. 16.000 Zuschauer auch nur. Angela Merkel tippt 2-0 auf Leverkusen. Aber direkt in der ersten Minute geht Leverkusen in Führung. Dicker mit dem 1-0. Scheiße. Muss man auch mal so sagen. Sagen, wie es ist. Hoffmann sieht gelb. Wenn er heute wieder eine schlechte Note bekommt und wir das Spiel nicht gewinnen, dann, obwohl nächste Woche ist ja DFB-Pokal, da spielt er ja sowieso. Naja, gucken wir jetzt erstmal auf das Spiel hier. Thomas auf Vassiliou. Der nimmt den Ball an. Sein Drehschuss verunglückt ihm vollkommen.
Kalapes hat freie Schussbahn, satter Distanzschuss und der Ball ist drin. 2:0. Leute, es will in der ersten Halbzeit nicht laufen. Direkter Freistoß, wenigstens ein Anschlusstreffer hier noch vor dem Halbzeitpfiff. 26 Meter, Philipp schießt direkt, der Ball bleibt in der Mauer hängen. Zweite Halbzeit können wir, das soll auch diesmal so sein. Wir spielen da direkt offensiv, erhöhen den Einsatz. Ich kritisiere Hoffmann, der macht einen entschlossenen Eindruck, der weiß, worum es hier geht. So, Einwurf durch Dicker auf Schmidt. Der flankt auf den kurzen Pfosten. Hansen köpft zur Ecke. Leverkusen jetzt mit dem Eckball von rechts. Pawlowski auf den langen Pfosten. Hoffmann lenkt den Ball über das Tor. Nochmal Eckball von rechts diesmal. Pawlowski schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Hoffmann kommt raus, packt sicher zu. Ich hätte gern einen Anschlusstreffer. Bong kommt frei zum Schuss. Der Ball ist drin. Da ist es. Ja. Und direkt Campos. Da wird einem ja der Wunsch von den Lippen abgelesen und direkt doppelt erfüllt. Meine Güte. Jetzt können wir das Spiel hier drehen. 2:2 steht es. Und dann sollte ich, glaube ich, jetzt nicht das Momentum brechen und hier wechseln. Und meine Güte, ein Eigentor. Fest bei. Innerhalb von wenigen Minuten drehen wir hier das Spiel völlig. Aber das Wechselkontingent sollte man natürlich trotzdem ausschöpfen. Kusk kommt für Himmlein. Soll ich die offensive Ausrichtung so weiterlassen? Ich glaube ja. Pawlowski auf McDate. Der lässt den Ball durchrutschen. Leverkusen ist völlig überrumpelt. Die wissen gar nicht, wie ihnen hier geschieht. Penerzauner wird zurückgezogen. Adler kommt für Fiedler. Ja, Fortes, der ist in... Ich hatte ihn eigentlich ja angekündigt als Stürmer Nummer 2. Der ist im Ranking völlig durchgefallen. Aber macht im Moment auch nicht den motiviertesten Eindruck. So, jetzt kommt, warten Sie mal. So, irgendwer hat hier sein Handy nicht ausgeschaltet. So, es gibt erstmal direkt Eintrag ins Klassenbuch. So, wir können noch einmal wechseln. Rüttel und gar nicht auf der Bank. Ey. Vacaso kommt für Gebo. Und Einwurf nochmal. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Schmidt. Schmidts Katze auf Kalapes. Der stoppt den Ball mit dem Fuß. Dreht sich. Flankt in die Mitte. Hansen ist zuerst am Ball. Köpft den Ball weg. Und wir drehen das Spiel tatsächlich. Meine Güte, ja, am 10. Spieltag. Was war das schon wieder für eine Leistung? Bong, Campos, Eigentor. Eigentore sieht man hier nicht oft in Spielen mit unserer Beteiligung. Dicker, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 3 hübsch. Wir zahlen 170.000 Euro Prämie und klettern in die erste Tabellenhälfte. Ist das zum ersten Mal in dieser Saison? Ich glaube schon. Wir haben einen Lauf. Das zeigt sich. Der erste Auswärtssieg. Wiesbaden gewinnt 1:0 gegen Fürth. Bielefeld spielt 1:1 gegen Gladbach. Düsseldorf verliert 1:3 gegen Frankfurt. Auch für die der erste Sieg. Generell Rostock mit dem 1:1 gegen Cottbus. Wolfsburg mit einem 2:2 gegen Kaiserslautern. Union verliert 0:1 gegen Mainz. Leverkusen verliert 2:3 gegen uns. Augsburg gewinnt 2:0 gegen Bayern München und Würzburg mit der ersten Niederlage verliert 1:3 gegen Dortmund. Wir haben nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz 6, auch nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 3. Ja, so schnell kann es gehen. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. In der Elf des Tages Campos und Bong. Campos in der Torjägerliste auf Platz 7. Der Scorerliste ist niemand. Bayer wechselt von Augsburg nach Straßburg, Mohamed von Leverkusen nach Leeds United, Wiss von Burghausen nach Trabzonspor, Shaw von Dijon nach Ingolstadt. Und jetzt DFB-Pokal, Glutlichtspiel gegen Bielefeld. Wir haben einen Lauf, der Vorstand ist auch wieder ein bisschen zufriedener, möchte immer noch nicht mit mir verlängern. Wir haben in der letzten Woche 200.000 Euro verloren. So, es gibt 1000 Freikarten und auch 1000 Karten Auswärtszuschuss. Wir trainieren Standards. Dazu zähle ich auch Elfmeter gegen Bielefeld im Pokal. Das wird doch jetzt ein Knaller. Es wird erstmal nicht rotiert. Hoffmann sollte ja der Pokaltorhüter sein. Ist es auch.
Jensen ist zumindest der Ersatzkeeper. Ansonsten vertraue ich der Formation, die hier gut ausgesehen hat. Wir haben allerdings gegen Bielefeld das letzte Mal verloren. In der Vergangenheit haben wir gegen die nicht immer gut ausgesehen. Das wird sich heute ändern! Spieler finden die Ansprache unpassend. Was? Wir haben vor ein paar Wochen gegen die verloren. Was wollen die? 16.000 Zuschauer nur. Naja, zwei Heimspiele in einer Woche. Zerrt auch am Geldbeutel der Fans. Günther Netz hat tippt 2:1. Aber dann wäre ich doch eher zum Pokalspiel gegangen. Aber Bielefeld natürlich auch nicht der attraktivste Gegner, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ah, nein, 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 die haben das falsch verstanden. Nicht auf Konter spielen, nicht auf Konter spielen. So, hier passiert nicht viel. Zuba lässt den verblüfften Egno einfach stehen. Stürmt in den Strafraum, bringt den Ball unter Kontrolle. Wird von Egno bedrängt, verliert den Zweikampf. 1:0, Christoph Gebo bringt uns in Führung. Vorlage Fipp, Direktabnahme Campos Richtung Eckfahne. Fast ein Doppelschlag hier. Wir haben Standards trainiert und das war auch ein Standard, der zum 1:0 hier führte. Benja Zauner flankt den Ball in den Strafraum. Kein Abseits. Campos nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an der 5-Meter-Linie an. Schießt aus der Drehung. Weit am Tor vorbei. Wir führen zur Halbzeit. Wann hat es das schon mal zuletzt gegeben? Gebo hier überzeugt vor allem. Bekommt ein Lob. Auch die ganze Mannschaft. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. So. Zweite Halbzeit können wir noch besonders gut. Hier Kasev, den haben wir noch negativ in Erinnerung. Stoppt den Ball 19 Meter vor dem Tor, leitet den Ball in den Strafraum weiter. Jovanovic gegen Hansen. Der kann ihn abschütteln. Ablage auf Delic. Abseits, der Linienrichter lässt die Fahne unten. Fehlentscheidung. Aber zum Glück schießt Delic vorbei. So, 62. Minute. Wir müssen eine Verlängerung in Betracht ziehen. Kusk kommt für Hemlein. Ja, Penja Zauner wird zurückgezogen und Adler kommt für Fiedler. Valentini stoppt den Ball, legt nach rechts ab. Berger kontrolliert das Leder, spielt Richtung Mittellinie. Klares Chancenplus für uns, aber nur eine Eintoresführung. Egno flankt. Mause nimmt den Ball an, hebt ihn direkt von den Strafraum. Valentini nimmt den Ball mit, könnte auf Kasev spielen. Versucht's auf eigene Faust, weit vorbei. Und der Kasev, der schimpft wie ein Rohrspatz, aber mir soll's recht sein. So, wir können noch einmal wechseln. Bringe Fortes für Campos. Noch Viertelstunde. Und da ist der Ausgleich kurz vor Schluss. Delic mit dem 1:1. Ich hoffe, es rächt sich nicht, dass ich Campos jetzt rausgenommen habe. Es gibt Verlängerung und Delic dreht das Spiel in der 96. Minute. Zuba hat ihm aus Versehen das Tor aufgelegt. Wir müssen was tun. Stellen auf Offensive, stellen den Einsatz hoch. So schnell kann es sich hier drehen. Wir können nicht mehr wechseln. Eieieiei. Mause mit dem 3:1. Ich glaube, jetzt sieht es wirklich schlecht aus. Nochmal Brechstange. Bis kurz vor Schluss geführt und dann in der 86. den Ausgleich kassiert und dann am Ende verloren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich und bitter. Immerhin zahlen wir nur 1.000 Euro Prämie. Wer hat denn da die 1.000 Euro bekommen? 500.000 Euro eingenommen. Farina, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 3. Hätten wir da am Ende mehr mauern sollen? Hätte, wenn und aber, wir sind leider ausgeschieden. Aber ja, das war ein Pokalfight. Wir zahlen Lehrgeld. Und unsere Siegesserie ist erstmal gerissen, aber in der Bundesliga soll sie weiter fortgeführt werden. Gucken wir uns mal die anderen Ergebnisse an. Fürth verliert gegen Wiesbaden. Frankfurt besiegt Mainz im Elfmeterschießen. Stuttgart besiegt Gladbach. Zweitligist gewinnt. Würzburg gewinnt gegen Darmstadt. Wolfsburg besiegt Hoffenheim in der Verlängerung. Kaiserslautern besiegt Bremen. Zweitligist Freiburg besiegt Leverkusen. Bayern 2 verliert gegen Dortmund. Köln verliert gegen Union. Augsburg 2 besiegt Düsseldorf im Elfmeterschießen. Ingolstadt besiegt Leipzig. Halle besiegt Paderborn im Elfmeterschießen. Offenbach verliert in der Verlängerung gegen Burghausen. Osnabrück verliert gegen Nürnberg. Und Kiel besiegt Regensburg mit Kiel und Augsburg 2 sind noch zwei Drittligisten im Rennen. Wir gucken uns trotzdem mal interessiert die Auslosung an. Kaiserslautern mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
Würzburg, der Tabellenführer der Bundesliga, gegen FC Ingolstadt. Augsburg 2 mischt hier den Pokal auf. Das hat ja schon fast Tradition, dass hier zweite Mannschaften gut dabei sind. Spielen gegen VfB Stuttgart, Freiburg gegen Wolfsburg, Union mit einem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, Holstein Kiel, noch ein Drittligist im Bunde, gegen Hallescher FC, Arminia Bielefeld, ja, sie haben uns dann doch besiegt, treffen auf Wacker Burghausen, Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Das ist die dritte Runde im Pokal. Wir spielen beim nächsten Mal hier in dieser englischen Woche gegen Würzburg. Die muss ich nicht näher vorstellen. Außerdem spielen wir gegen Dortmund. Dortmund, die stehen in der Tabelle genau hinter uns. Würzburg hat zuletzt geschwächelt. Wir sind in der Liga gut drauf. Aber ja, englische Woche. Wie stellen wir hier jetzt auf? Das und mehr gibt's beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.